Achtung, das folgende Video besteht zu einem großen Teil aus Halbwahrheiten, Lügen und schwarzem Humor. Solltest du ein Problem damit haben, dann konsultiere doch bitte schnellstmöglich einen Arzt und lass dir deine reproduktiven Organe operativ entfernen. Vielen Dank. Und damit ein herzliches Willkommen beim großen Trollwut-TV Jahresrückblick 2013. Das Jahr 2013 war ein ereignisreiches Jahr und die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können, ist exponentiell gestiegen. Mein Penis ist noch immer das größte Monument Deutschlands und K1 wurde von Bushido anal penetriert. Was sonst noch so passiert ist, habe ich hier einmal kurz für euch zusammengefasst. Papst Benedikt XVI. Hatte keinen Bock mehr darauf, sich den ganzen Tag die Wehwehchen der armen Leute anzuhören und legt sein Amt nieder. Anonymer Quellen zufolge soll er seither im Dauerpartyurlaub auf Malle sein und jungen Damen privat die Beichte abnehmen. Wo wir gerade schon mal bei jungem Fleisch sind. Im Februar ruft die Supermarktkette Lidl im Rahmen einer Dankesaktion für ihre treue Kundschaft die Aktion Unser Reiterhof ins Leben. Im Rahmen welcher als kleine Überraschung für ihre Kunden von nun an hochwertiges Pferdefleisch unter ausgewählte Nahrungsmittel gemischt wird. Die Aktion ist ein voller Erfolg und die Kundschaft ist begeistert. Im Februar lief ebenfalls das neue Raumfahrtprogramm der Terrororganisation Al-Qaida an und prompt wurde auch schon der erste Selbstmordanschlag mittels eines Meteoriten in Russland durchgeführt. Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich dadurch jedoch wenig beeindruckt und setzte seinen Familienurlaub wie geplant fort. März. Kim Jong-un, der neue Führer der Müllhalde, die auch aus Nordkorea bekannt ist, hat durch einen übermäßigen Konsum von Fruchtzwergen an Größe gewonnen und setzt zu einem Höhenflug an. Und was macht ein früheres Mobbing-Opfer in einem Anflug von Größenwahn? Na, irgendwer eine Idee? Hitler? Du vielleicht? Nein? Natürlich droht man den USA und dem Rest der Welt mit nuklearen Präventivschlägen. Tja, scheiße nur, wenn einen niemand ernst nimmt, weil die Sprengköpfe genauso für den Arsch sind, wie das eigene Aussehen. Ja, vielleicht nächstes Jahr, ja, Kim. April. Der traditionelle Boston-Marathon schlägt dieses Jahr ein wie eine Bombe. Mai. Wir trauern um den Verlust eines nationalen Wahrzeichens. Eines der größten Denkmäler unserer Zeit wird abgerissen. Die Rede ist natürlich von Angelina Jolies Titten, die sie sich aus Angst vor Brustkrebs hat abnehmen lassen. Bleiben wir in den Staaten. Edward Snowden, ehemaliger NSA-Agent, enthüllt die Abhörpraktiken der USA und geht danach auf Welttournee. Snowdens Angaben zufolge speichert die NSA sämtliche Daten von Bürgern auf der ganzen Welt. Ja, genau, das bedeutet, dass die Wichser von der NSA ganz genau wissen, was für kranken Scheiß ihr euch auf YouPorn so reinzieht. Juli. Der ägyptische Präsident Mursi wird durch das Militär abgesetzt, welches daraufhin auch gleich die Führung des Landes übernimmt. Und da, wie wir alle wissen, beim Militär fast nur größenwahnsinnige Vollidioten was zu sagen haben, kam es bei den Protesten gegen das Militärregime zu über 2000 Toten. Monster Kill. August. Masterfrage, was macht man, wenn man ganz viel Giftgas hat und sowieso nur in einer verkackten Wüste lebt? Genau, man vergaß einfach mal sein eigenes Volk. Das dachte sich auch das Assad-Regime in Syrien und tötete mal eben hunderte unschuldige Menschen. Aber hey, wie zieht man seinen Arsch als intelligenter Präsident dann aus der Schlinge? Na klar, man entschuldigt sich einfach dafür, sagt, dass das ein Versehen war und bietet dann an, seine Giftgaslager zerstören zu lassen. Problem gelöst und kein weiterer Handelsbedarf notwendig. Oktober. Der Bischof von Limburg steht in der Kritik für den millionenschweren Umbau der Bischofsresidenz von Limburg. Aber hey, mal ganz ehrlich, der wollte doch mal ein paar extra Kinderzimmer einrichten. Ich verstehe den ganzen Aufstand nicht. November. Den Menschen auf den Philippinen geht es viel zu gut. Dachte sich wohl auch der Taifun Haiyan und zerlegte mal eben ein paar Häuser, Städte und Menschen. Aber hey, macht doch Spaß, alles wieder neu aufzubauen, oder? Deswegen steckt ja auch das Wort Fun in Taifun. Dezember. Auf der Trauerfeier für Nelson Mandela, ach ja, der ist übrigens im Dezember gestorben, wurde ein neues Rap-Genie gefunden. Der Newcomer, der bislang noch keinen Namen hat, sorgte mit seiner künstlerischen Untermalung der Trauerrede für ein großes Interesse der Medien. Neuesten Angaben zufolge ist sein Debütalbum Speechless bereits für 2015 geplant. Ich bin gespannt. Zum Schluss des Videos möchte ich an dieser Stelle nochmal all jenen gedenken, die dieses Jahr von uns gingen. Allerdings nur den mehr oder weniger Prominenten, weil die 1000 Kinder, die jeden Tag in der dritten Welt draufgehen, sind ja bekanntlich nichts wert, da sie nichts in ihrem Leben erreicht haben und es somit auch nicht wert sind, dass man über sie spricht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und beende das Video mit meinem Lieblingszitat von Adolf Hitler.